Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, sofort und gleich der Daily Shop vom 12.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und zwar haben wir heute erstmal was zu sagen und zwar die Server gehen für Patch 9.2.1 ab 10 Uhr offline. Meinst du, da gibt's wieder neue Items? Neue Items, das scheiß Granatenlauncher. Nein, ich meine jetzt hier im Shop. Könnte sein, dass es wieder was Neues im Shop gibt. Geh mal rein. So, was haben wir? Oh, da können wir heute wieder Bärenvergleich machen. Oh nein. Und neue Emote. Wir fangen direkt auf der linken Seite an und zwar. Mit dem Liebesranger, der Love Ranger für 2000 V-Bucks das Teil. Ja, der ist kultig, kriegt von mir 9 von 10. 10 von 10, ganz klar. Ganz easy. Kriegt er von mir 10 von 10. Zeig mal die Flügel da. Die kennt jeder. Geilo. Ja, 3,495 bei 98 Votes zum ersten Mal am 13. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 20 Mal 290 Reminders. Das kostet. Und das letzte Mal im Shop gewesen vor 197 Tagen. 197 Tage, das ist ziemlich lange her. Das ist. Die ist geil. Über ein halbes Jahr her. Die ist geil. Die Tattoo-Hacke, die ist eigentlich ganz cool. Der für 800 V-Bucks das Teil, jo, kriegt von mir ganz klar 9 von 10. 10 von 10. Okay. Gut, dann haben wir hier 3,9255 bei 12 Votes zum ersten Mal am 13. Februar im Shop gewesen, 2018. Seitdem 17 mal 28 Reminders und das letzte Mal im Shop gewesen vor 197 Tagen. Das ganze Set dann drin, ja. Dann ist das schon wieder weg. Dann jo, sogar, jetzt haben wir den Bärenvergleich. So, oh Gott. So, gucken wir mal ganz. Das passt eigentlich. Nein. Das passt wie die Faust aufs Auge. Oh nein. Schau mal. Guck mal, die Shield. Erkennt ihr überhaupt einen Unterschied? Die Shield. Erkennt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Bären? Ich sehe gut aus und die sieht scheiße aus. Die, guck mal, erkennt man einen Unterschied zwischen den beiden? Nein. Die sehen genau gleich nein, aus. Nein, weil sie sind allein. Bist du farbenblind? Muss beide, mal mit dir zum Optiker? Beide rosa. Muss mal mit dir zum Optiker oder was? Beide hässlich. So, weiter geht's. Haben wir kurz den Bärenvergleich gemacht, oh, da? Oh Gott. So, wie viel gibst du denn? Ich, ja, inzwischen bin ich ja auch schon so ein bisschen Fortnite durchgeweicht. Hier kriegt von mir immerhin jetzt schon 5 von 10 oder 6 von 10. Bitte was? 6 von 10 kriegt das Ding von mir. 2 von 10. Irgendwann mal, wenn das, was weiß ich, wie lange noch so weitergeht, dann gebe ich dem Ding mal 10 von 10. Ihr müsst nur dranbleiben. Schön abonnieren, immer gucken. Irgendwann gibt der gleich dem Ding da 10 von 10. 4,2 so, von 5 bei 248 Euro. Wenn keiner mehr Fortnite spielt. Am 10. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem, du bist vor 24 Mal... Du bist schon wieder vor dem Reminders. Kuckuck. 239 mal. 239. Kuckuck. Oh, jetzt bin ich ganz raus. 239 Reminders. Und vor 25 Tagen im Schock gewesen. So, dann das Kuschel Airlines. Das ist mega geil. Auch da? 10 von 10. 10 von 10? Ja, Kuschel Airlines kriegt von mir 10 von 10. Finde ich mega cooler Teil. 10 echt von 10. Kultig. Ja, finde ich mega kultig. Warte mal, machen wir auch mal ganz einen Bandvergleich. Ich behaupte nicht. Hier, die sehen gleich. Ja! Auf jetzt, weiter. Die sehen gleich aus, oder? Bevor es zu lang dauert. So, dann, ja. Weil sonst kommt wieder die Frage, warum 10 Minuten? 7. Also, warum 10 Minuten für Shop-Video? Bist du verrückt? 7 von 10. So, das ist der hier. Und wo ist die Werbung? Ich suche Werbung. 3,55 von 5 bei 11 Votes zum ersten Mal am 2. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem dreimal dein Kopf ist wieder davor. Ja, okay. Ja, ich kann 11 Reminders. Dann schieb mich, mach mich ein bisschen kleiner, Mann. Du bist ein Realer von zu klein. So, Kuschelkrallen. Wie viel gibst du da? Kuschelkrallen kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10? Ja. Okay, von mir kriegt's eigentlich eine Bärenpfote, ne? Also, sagen wir mal, 7 von 10? 7 von 10 für das komische Ding da, ey. Schwierig. 3,67 von 5 bei 18 Votes. Zum ersten Mal am 15. Februar 2019 im Schock gewesen und der Kopf ist schon wieder davor. Zudem 5 Mal und 8 Reminders vor 25 Tagen. Das letzte Mal im Schock gewesen. Ja, mach mich doch mal kleiner. Ich bin. Okay. Disco Diva. Wie viel gibst du da? Disco Kugel. Disco Diva. Disco Diva finde ich schrecklich und kriegt von mir
4 von 10. Alles klar. Von mir kriegt es 6 von 10. Finde die ganz schlimm. 4,375 bei 68 Worts zum ersten Mal am 31. Dezember 2008 im Shop gewesen, seitdem 4x28 Reminders. Unglaublich. Dann Prisma. Prisma! Prisma ist das letzte Schrottding, 2 von 10. Inzwischen gebe ich ihm 4 von 10. What? 3,235 bei 22 Shorts zum ersten Mal am 12. November 2017 im Shop gewesen. Für. Seitdem 45 Mal und 17 Reminders. Das Ding ist so protestlich. So, Trägerschaft, Lauder ist geil. Oh nein. Ey, heute ist echt hier Quäl den Gleichtag, ne? Quäl den Gleichtag. Ey, gleich! Oh Gott. Nein! Bist du bekloppt? Was ein Glück, dass wir. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ich. Alter, nein. Nein. Ey, mach das scheiß Ding aus. Das ist so schlimm. Komm auf jetzt. Oh Gott. Ehrlich? Ist der weg? Gerade eben war er noch da. Wie? Ja, oh. Da kannst du gerade immer auf Rückgängig klicken. Kannst du ein Video zeigen. Als Lohn. So. Toll. Einmal ist er da und dann ist er weg. Wie viel gibt's? Ja, geil. Super geil. Epic Games. Geil. Epic Games. Da ist er und dann ist er wieder weg. Epic Klick nochmal drauf da. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Nee. Oh Gott. Ja, der Epic Games ist so schlecht. Vor allem ist jetzt V-Bucks holen. Wofür? Du hast ihn doch schon. Geschenk. Oh, Alter. So schlecht das Scheißding, mach das Ding weg! Oh Gott. So, okay, wie viel gibst du denn? 2 von 10. 10 von 10. Nein! Doch. Du bist so erst so echt eine Macke. 4,35 von 5 bei 17 Votes zum ersten Mal am 12. Januar 2019 im Shockwave seitdem 4x46 Reminders. Du hast jetzt nicht wirklich 500 V-Bucks für dieses Scheißding ausgegeben. Aber? Mach weiter, bitte. Mach einfach weiter. Ah, geil. Der Felsenbrecher. Oh mein Gott, was ist denn das heute für ein Shop? Ah, das Ding ist doch auch der letzte. Ja, dann ist das doch besser, oder? Nein, also es ist alles Schrott. Oder der hier. Och, geh fort. Oh nein. Kannst du rausfallen. Okay, ja? Felsenbrecher 4 von 10. 2 von 10. Ganz da haben wir 2,6755 bei 9 Votes zum ersten Mal am 6. Mai 2019 geschockt gewesen, seitdem 2x 10 Reminders. Ja, nee, 0 Reminders sogar. So, in schwarze Bullseye. In schwarze Bullseye ist halt ein cool Skin. Tiefview Skin eigentlich. Aber ich persönlich finde ihn jetzt nicht so toll. Ich weiß, er ist hammer beliebt, kriegt von mir 5 von 10. 10 von 10. 4,56 von 5 bei 77 Votes zum ersten Mal am 7. November 2018 im Shop gewesen. Oh, 8 Mal und 479 Alter. Meines. Nicht wahr. So, jetzt kommen wir zum neuen Emote. Fortbewegung, machen wir von der Seite. Wie sehen das von der Seite aus? Kommt da noch was? Warte mal. Vielleicht kommt er nach dem ersten Loop noch was. Warte mal. Vielleicht kommt jetzt noch was. Kommt er jetzt bestimmt? Kommt gleich noch was. Ja, stimmt, genau, kommt gleich noch was. Oh nein. Komm jetzt. Auf jetzt. Ja, Pick It Up kriegt von mir 500 V-Bucks, ne? Ja, ja. Pick It Up kriegt von mir 6 von 10. 4 von 10. Ah, das ist ein Fortbewegungs-Emote. Toll. Ja, der ist eh der geilste. Aber das ist auch Fortbewegung. Gut. Gar kein Schritt ist. Könnte man immer eigentlich bei ihr gleich machen. Der Pick It Up Emote 3,6755 bei 3 Votes. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann wie mein Daumen nach oben, schreibt es in den Kommentaren, abonniert den Kanal und schaltet sie zu, wenn sie da ist. Fortan Daily Shop, benutzt bei einem bis dann und tschüss.